Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu unseren Drehmaschinen mit Schaltgetriebe. Heute schauen wir uns die beiden größten Maschinen aus dem Polymod-Sortiment, die PM4000 und die PM5000, genauer an. Die beiden Drehmaschinen sind ähnlich konzipiert und haben umfangreichere Funktionen als die kleineren Modelle in unserem Sortiment. Sie werden mit mehr Zubehör und inklusive Unterschrank geliefert. Durch ihre Größe werden die beiden Modelle auch gerne im gewerblichen Bereich eingesetzt. Die PM4000 und die PM5000 haben einige gemeinsame Funktionen. Der Großteil der Gewindesteigungen bzw. Vorschübe ist bei beiden Maschinen schaltbar. Ein lästiges Wechseln der Wechselradkombinationen ist hier nicht notwendig. Die PM4000 und die PM5000 verfügen über eine herausnehmbare Bettbrücke, was die Bearbeitung von Werkstücken mit sehr großem Drehdurchmesser erlaubt. Beide Modelle sind mit einer Fußbremse ausgestattet. Wird diese betätigt, hält die Maschine sofort und ohne nachzulaufen an. Dies ermöglicht ein sehr genaues Arbeiten an der Maschine, was zum Beispiel beim Gewindeschneiden sehr hilfreich ist. Die PM4000 und die PM5000 verfügen über einen Profi-Schalthebel. Und eine Reitstockklemmung zur einfachen Bedienung. Beide Maschinen verfügen über Leit- und Zugspindel und an den Zugspindeln ist jeweils eine Rutschkupplung verbaut. Die Drehrichtung der Leitspindel lässt sich unabhängig von der Drehrichtung des Backenfutters einstellen, was das Schneiden von Linksgewinden ermöglicht. Beide Maschinen verfügen über Längs- und Planvorschub sowie über eine Tastfunktion. Die Führungen an den Maschinen können über Keilleisten spielfrei eingestellt werden. Die PM4000 und die PM5000 werden inklusive umfangreichem Zubehör geliefert. Dazu gehören neben Werkzeugen, Schlüsseln und Ölkännchen auch eine feste und eine mitlaufende Lünette, ein einzeln verstellbares Vierbackenfutter sowie eine Planscheibe. Schauen wir uns nun die jeweiligen Besonderheiten der Maschinen genauer an. Die PM4000 ist etwas kleiner als die PM5000. Sie weist eine Spitzenweite von 900 mm und eine Spitzenhöhe von 155 mm auf. Sie wird durch einen 400 Volt Drehstrommotor angetrieben und verfügt über eine Abgabeleistung von 1500 Watt. Auf ihr ist ein 200 mm Backenfutter mit Chemlock-Aufnahme verbaut. Zu erwähnen ist auch die Spindelbohrung, beziehungsweise der Durchlass von 38 mm. Sie wird inklusive Unterschrank geliefert, welcher zuerst aufgebaut werden muss, um anschließend die Maschine aufzusetzen. Die Maschine verfügt über 18 Drehzahlen von 65 bis 1810 Umdrehungen pro Minute, die über zwei Riemenstellungen abgebildet werden. Um zwischen diesen beiden Riemenstellungen zu wechseln, ist ein Umlegen des Riemens notwendig. Die PM5000 ist die größte Drehmaschine in unserem Sortiment und zählt zu unserer Produktlinie Polymod Professional. Diese zeichnet Produkte aus, die auch im professionellen Bereich eingesetzt werden. Die Maschine zeichnet sich durch eine sehr gute Haptik
und eine qualitativ hochwertige Verarbeitung aus. Sie weist eine Spitzenweite von 1000 mm und eine Spitzenhöhe von 179 mm auf, wird durch einen 400 Volt Drehstrommotor angetrieben und verfügt über eine Abgabeleistung von 1500 Watt. Auf ihr ist ein 200 mm Backenfutter mit Camlock-Aufnahme verbaut. Die PM5000 weist mit ihrer 51 mm Spindelbohrung einen noch größeren Durchlass als die PM4000 auf. Sie wird schon auf dem Unterschrank montiert geliefert. Der Aufbau entfällt. Des Weiteren ist die Maschine mit einem Kühlmittelsystem mit Pumpe, Behälter, Anschlüssen und Rücklauf ausgestattet, das ebenfalls bei der Lieferung schon verbaut ist. Sie verfügt über 8 Drehzahlen von 70 bis 2000 Umdrehungen pro Minute, die über einen Schalthebel in zwei Bereichen High und Low und der jeweils gewünschten Drehzahl eingestellt werden können. Dies erleichtert die Bedienung der Maschine, denn ein Umlegen des Riemens ist somit nicht mehr nötig. Das war unser Video zu den beiden größten Drehmaschinen in unserem Sortiment, der PM4000 und der PM5000. Wenn ihr mehr zu den beiden Modellen erfahren wollt, schaut einfach bei uns im Shop vorbei. Die Links dazu findet ihr unter dem Video.